Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und ich wurde doch neulich mal an eine Zeit erinnert, die ich auch sehr, sehr wohl kannte. Eine junge Frau erzählte, sie selber findet in ihrem Leben eigentlich gar nicht mehr statt. Und sowas habe ich auch mal gedacht. Es waren natürlich die anderen alle extrem wichtig für mich. Das waren meine drei Kinder, natürlich Mann und Haus und Hund und so etwas alles, aber auch meine Mutti, die im Alter in meine Nähe gezogen war und ach, was weiß ich, gesellschaftliche Anforderungen, was alles da so um mich herum war. Und ich hatte das Gefühl, mich selber gibt es da gar nicht mehr. Ich war sehr gestresst und ich war auch unglücklich in der Zeit, weil ich das Gefühl hatte, wow, was noch alles, was soll ich noch alles leisten? Und ich kann mich auch noch an ein Gespräch erinnern von Mutti. Wir hatten ja eigentlich ein ganz tolles Verhältnis, aber die auch mal warnend den Zeigefinger hob und sagt, Mensch, pass auf dich auf und du machst einfach viel zu viel und du bist so erschossen und alle. Und 10 Minuten später fragt sie mich, kannst du das und das für mich machen? Ich weiß nicht mehr, was das war. Und ich dachte noch, hast du nicht gerade vor 10 Minuten noch irgendwie was anderes gesagt? Aber ich selber habe nicht gesagt, oh, ich habe dafür im Moment keine Zeit, ich möchte mal wieder ins Museum gehen oder ich brauche unbedingt mal wieder einen Abend nur mit der Zeitung und einem Tee auf der Couch oder irgendwie sowas. Habe ich nie gesagt. Und ich kann mich auch noch an ein junges Pärchen erinnern, die hatten genau wie wir noch keine Kinder damals, also es ist wirklich ganz lange her. Die hatten wir eingeladen zum Abendessen und ich weiß nicht mehr, so 3 Tage vorher oder so schreiben die uns ab. Mit der Begründung, sie brauchten mal wieder einen Abend für sich selber. Ich glaube, vom Fernseher sitzen, Pizza essen oder irgendwie sowas. Sonne. Begründung war das für die Absage. Wir fielen aus allen Wolken nach dem Motto, also wenn sie wirklich noch was anderes erwähnt hätten, wieso sie absagen. Nein, die haben sich getraut, das zu sagen. Ist das nicht toll? Heute sehe ich das als super an. Damals war ich aber hübsch auf den Schlips getreten. Das erinnere ich noch ganz schön. Aber das können wir uns zum Vorbild nehmen. Ich muss noch mal diesen Satz wiederholen. Den kennen wir alle. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da Freundin zu sein, da Freund zu sein und auf unsere eigenen Bedürfnisse zu achten, so wie wir auf die Bedürfnisse anderer achten, ist unser Job. Das müssen wir machen und da möchte ich euch jetzt mal ganz viel Mut machen, denn es kommt keiner vorbei, der das für euch übernimmt. Klar stimmt der Satz nicht, ne? Ich finde in meinem Leben nicht mehr statt, denn es ist ja nach wie vor mein Leben. Aber dieses Gefühl, glaube ich, kann man verstehen. Da ist der Job mit seinen unglaublichen Anforderungen. Ich sehe das ja auch heute bei den jungen Leuten, was da alles abgeht und was da für Forderungen sind. Und ich kann auch gerne nochmal diesen Film hinten ranhängen, wie schwer es ist, Nein zu sagen. Aber ich möchte eigentlich nur sensibel machen, es steht uns zu sagen, ich brauche Zeit für mich selber. Ich muss da leider absagen. Und da ist, denke ich, das wird mal Zeit, dass das einfach ein Argument ist, was zählt und wo wir nichts anderes vorschieben müssen und sagen, ich kann aus einem anderen Grunde nicht, sondern wir sind wichtig, du bist wichtig. Ganz viel Spaß dabei. Tschüss.